sehr geehrte Trader-Kollegen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Morning View. Wir haben Montag, den 4. November. Referenzzeit ist 4.48 Uhr. Ja, wir haben eine historische Woche, die vor uns steht. Wir haben viele Entscheidungen, um einiges vorwegzunehmen. Man macht sich ja am Montag immer einen kleinen Plan, was wird die Woche bringen und wie muss ich meine händlerische Tätigkeit einteilen. Weil man möchte ja nicht überrascht werden durch irgendwelche Ereignisse und deswegen plant man das natürlich schon ein bisschen im Vorfeld. Ja, zum einen brauche ich nicht, wahrscheinlich nicht zu erwähnen, Dienstag auf Mittwoch sind die US-Wahlen. Morgen sind dann auch Notenbanksitzungen von Mittwoch auf, am Donnerstag werden wir dann die Entscheidung der Federal Reserve noch bekommen. Wir werden am Donnerstag auch die Entscheidung der Bank of England bekommen. Auch hier werden Zinssenkungen erwartet um 25 Basispunkte. Dann morgen ist die RBA, das heißt die Reserve Bank of Australia, also in Australien gibt es auch Notenbanksitzung. Da wird nichts erwartet, aber Aussagen, ob tatsächlich im Januar oder vielleicht erst ein bisschen später die Zinsen gesenkt werden. Weil Australien hat ein Problem, genauso wie England auch. Die haben eine unglaubliche hohe Inflation im Dienstleistungsbereich und eine sehr niedrige Inflation im Warenwirtschaftsbereich. Und von dem her, wenn man die zwei dann zusammenrechnet, kommt, ist die Inflation immer noch zu hoch. Aber es ist halt die Problematik da, dass die Löhne sehr, sehr stark in Australien gestiegen sind, genauso wie auch in England. Und aufgrund dessen können die Zinsen nicht gesenkt werden. Und das bereitet natürlich vielen auch Sorge, weil es gibt ja dieses berühmte Phänomen der Carry Trades, dass einfach, dass man Gelder aufnimmt in Staaten oder in Ländern, wo die Zinsen niedrig sind und dann anlegen kann oder auch investieren kann, wo die Zinsen noch hoch sind. Und wie gesagt, in Australien sind die Zinsen noch hoch bei 5,35%. Und wenn also jetzt sukzessiv bei uns Zinssenkungen im westlichen Gefilden durchgeführt werden, dann ergeben sich halt solche Möglichkeiten und dann gibt es natürlich enorme Verschiebungen. Das hat man ja im japanischen Bereich gesehen. Gut, aber kommen wir, das sind jetzt also die wesentlichen Dinge, die also diese Woche kommen. Es kommen natürlich auch Wirtschaftsdaten und etc. Also wie gesagt, diese Woche, da muss man konzentriert sein und wird nicht so ohne Volatilität abgehen, um das so auszudrücken. Gut, kommen wir nach Asien. Wie startete denn die Woche? Die sind ja die Ersten, die also quasi den Montag begrüßen dürfen. Und Japan macht schon mal richtig. Die hatten gestern eigentlich den Feiertag, aber ähnlich wie in Amerika wird dann auch der Feiertag dann auf den nächsten Tag verschoben. Und die feiern heute den Tag der Kultur. Das heißt, viele Leute, die sich für die japanische Kultur eingesetzt haben, die werden geehrt und es gibt dann, ja, es ist ein Nationalfeiertag. Von dem her haben sie einfach zu und deswegen sind auch unsere Vorgaben für die westliche Welt, also für die westlichen Börsen, sprich für uns heute, ein bisschen geringer. Aber wir schauen mal nach China, weil da gab es auch einiges. Erstens gab es Wirtschaftsdaten am Samstag. Die Chinesen kennen nicht so das klassische Wochenende. Da kommen immer die Wirtschaftsdaten am Wochenende raus. Okay. Also die haben nicht so diesen klassischen Sonntag und Samstag wie wir. Und von dem her ist einiges an Daten rausgekommen, aber nicht so wild, muss man sagen. Aber heute beginnt in China der Tag der National People's Congress Standing Committee. Ich muss das fast ablesen, weil das ist zu lang, um zu merken. Im Prinzip ist es also quasi der ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses, wenn man das so übersetzen möchte. Und die tagen für die nächsten 4 Tage und es wird erwartet, dass also, weil es ein maßgebliches Instrument ist für die Verabschiedung von Gesetzen und von Maßnahmen und so weiter. Und es wird halt erwartet, dass noch weitere Gelder fließen könnten oder dass beschlossen wird, dass noch weiter die
oder man versucht, die Wirtschaft zu stimulieren. Und das hat sich natürlich ein bisschen ausgewirkt auf die Börsen oder auf die Finanzmärkte, ist klar. Und die Festlandbörsen, die sind alle im grünen Bereich, sind freundlich, aber nicht sehr freundlich. Also große Bewegungen gab es jetzt nicht. Aber es ist so zwischen 0,5 und 1% sind die Festlandbörsen im Positiven. Die Umsätze waren allerdings nicht allzu groß. Wenn man Hongkong, also nicht die Festland, sondern die Enklave Hongkong nimmt, ja, da ist es eher seitwärts gegangen. Aktuell ist der Hang Seng bei plus 17 Punkte, eigentlich zu vernachlässigen. Also um das sozusagen, sprechen wir von unverändert, dann kürzen wir die Sache ab. Gut, ja, es gab natürlich da auch Bewegungen im DAX. Und zwar die erste Eröffnung, da gab es einen Schluckauf nach unten. Man sieht dieses kleine Gap hier unter Umständen. Dann hat sich aber der DAX wieder erholt. Und von dem her sind wir unverändert. Wenn wir auf die Kasse umschalten, also habe ich auf einer anderen Plattform, dann sind wir jetzt bei 19.263. Das ist also 4 Punkte mehr. Im Prinzip nichts geschehen. Aber betrachtet man das Technische, gehe ich wieder zurück auf die andere Plattform. Betrachtet man das Technische, dann schaut das eigentlich gar nicht so schlecht aus, dass wir also quasi die Reise ein wenig auf der Oberseite fortsetzen könnten. Und ja, das wäre meine Richtung heute, dass wir also quasi unter Umständen so in dem unveränderten, behaupteten Bereich eröffnen und dass wir dann also eine freundlichere Tendenz sehen könnten. Widerstand gibt natürlich die berühmte 420er-Linie, die hier fortgesetzt wird. Gerade Striche sind manchmal nicht ganz so leicht zu machen. Und da wäre dann also quasi bei 19.410 oder sowas in dem Bereich, da wäre halt dann schon ein echter Widerstand da, wo man sagen kann, okay, wer jetzt schon long ist, wann nehme ich dann die ersten Gewinne mit? Das wäre zum Beispiel in dem Bereich, weil dann sicherlich erstmal einen Stopp reinkommt, also so schnell geht er durch solche Marken nicht so gerne durch und dann stellt sich ja immer schon im Vorfeld, dass ich nicht überrascht werde, wann ich also quasi unter Umständen auch realisieren kann. Also zusammenfassend, es schaut gar nicht so schlecht aus, aber wie gesagt, ich spreche jetzt von der technischen Situation. Das wird eine fundamentale Woche werden. Also von dem her sind da genügend Überraschungen hinter jeder Tür, um das so auszudrücken. Und deswegen könnte es natürlich sein, dass die Markttechnik ein bisschen in den Hintergrund rutscht. Gut, es gab auch eine kleine Überraschung und zwar, wenn man den Ölpreis betrachtet, man sieht schon, hier hat sich ein Gap aufgemacht. In dem Bereich. Wir sind nämlich jetzt wieder über 70,5 US-Dollar. Also der Preis ist über 1 Dollar am Sonntag angestiegen. Und das hat folgende Bewandtnis. Die OPEC tagte auch am Sonntag. Für die gibt es auch nicht so ein klassisches Wochenende, weil im arabischen Bereich gibt es auch nicht so, naja, dieses Wochenende, wie wir es kennen. Und von dem her tagt die OPEC öfters mal auch am Wochenende. Und naja, und da hat man, es gab, für Dezember gab es Fördermengenerhöhungen, die waren schon beschlossen, weil einige Länder haben sich, damit der Preis schön stabil gehalten werden kann, was überhaupt nicht der Fall war, hat man im Februar diesen Jahres hat man beschlossen, dass man also quasi Fördermengen verringert. Man hat aber gesagt, das ist nur temporär und das muss irgendwann mal ausgeweitet werden. Jetzt sollte dies schon im August geschehen. Und dann hat man gesagt, im August sind die Ölpreise zurückgegangen und dann hat man gesagt, nein, da warten wir noch und die Fördermengenerweiterung, die machen wir erst im Dezember. Lange Rede, kurzer Sinn. Dezember ist auch nicht, also es wird noch nach hinten rausgeschoben und von dem her wird das natürlich auch so aufgenommen vom Markt, dass sich unter Umständen Knappheiten ergeben können und dann springt natürlich der Ölpreis abrupt an. Jetzt kommt natürlich der Nachbrenner dazu, dass sich es also immer mehr verdichtet. Das habe ich euch ja schon berichtet in der letzten Woche, dass also quasi der Iran, das konkretisiert sich jetzt wirklich.
einen größeren, und zwar nicht nur einen wirklich größeren Angriff auf Israel plant. Ich hoffe, dass man da politisch dagegen wirken kann, ohne dass man erst die Waffen sprechen lassen muss. Gut, aber das könnte wirklich zur Eskalation führen. Und rein jetzt von der technischen Seite her, wie gesagt, das ist ein fundamentaler Markt. Aber rein von der technischen Seite her sehe ich eigentlich die Kurse weiter steigen. Das ist, und von der fundamentalen Seite her, tja, kann man sich's aussuchen, das wird sich ergeben von der Nachrichtenkultur. Aber auch hier gehe ich davon aus, dass der Druck eher auf der Oberseite besteht wie auf der Unterseite. Gut, zum Dollarkurs komme ich gleich noch, aber jetzt vorweggenommen, weil sonst kann ich nicht erklären, warum. Der Dollarkurs oder der Dollar ist schwach geworden übers Wochenende, und zwar seit gestern. Und das hat natürlich Auswirkungen. Wenn der Dollar schwächer wird, dann werden auch Öl und auch Gold und alles, was man über Dollar einzeln einkauft, wird natürlich dann günstiger, und dann ist das natürlich preistreibend, ist klar. Und das Gold hat sich wieder ein bisschen erholt. Es hat auch einen kleinen Absetzer nach unten gemacht, aber jetzt sind wir jetzt wieder im steigenden Modus. Es hat seinen Boden hier unten gefunden, einen doppelten Boden ausgebildet. Und ja, jetzt hängt es genau hier wieder an dem Widerstand, deswegen haben wir ja diese Linie eingezeichnet, also die 420er EMA-Linie. Geht der Preis durch die Marke von 2700, wo sind wir jetzt, 2745 durch? Ja, ein bisschen höher, es ist eher im 50er-Bereich, 2750 geht er durch, dann ist eine sehr, sehr gute Chance, dass wir wieder höhere Kurse sehen werden. Ich gehe davon aus. Aber wahrscheinlich braucht man auch ein bisschen Geduld, und man muss auf dem zweiten Bildschirm muss man wahrscheinlich auch den Dollarkurs haben. Da sind wir schon beim Maßgeblichen. Und jetzt wird es wahrscheinlich klarer, wovon ich rede. Hier hat sich übers Wochenende ein riesen Gap aufgetan. Dieses Gap ist entstanden, und zwar, man geht ja davon aus, wenn Trump die Präsidentschaftswahl gewinnen würde, dann würde der Dollar fest werden, also noch stärker. Und jetzt sind aber Umfragen in Iowa gestern rausgekommen. Und das ist ein Staat, wo Trump immer eine Mehrheit hatte und in den Umfragen mindestens 8-9% vor seinen Gegnern lag, also in dem Fall jetzt Harris. Und das ist jetzt auf -3% runtergegangen. Das heißt, er könnte diesen Staat verlieren. Und das ist ein klassischer Trump-Staat gewesen, also für die Wahl. Zumindest wenn man 2016, 2020 ausgeht. Und das ist das hat man hochgerechnet so ein bisschen. Ja, wenn es da schon schwach ist, wie wird es dann in anderen Ländern sein, also Bundesländern, Staaten? Und das hat natürlich dem Dollar irgendwo einen Knick gegeben, und deswegen ist auch übers Wochenende, weil wir sehen ja die Kurse vom Wochenende, sehen wir nicht von Sonntag und so weiter. Deswegen ist jetzt übers Wochenende ein Gap entstanden, und es ist jetzt nicht nur gegen Euro, US-Dollar, dass wir also quasi, dass der Dollar schwächer verläuft, sondern es ist der komplette Dollarblock. Also da können wir jetzt durch die einzelnen Währungspaare durchgehen, also das ist überall das gleiche Bild. Und das stellt sich also dar. Vielleicht ein Beispiel, wo es auch ziemlich ausgeprägt ist, das ist vielleicht ein bisschen enger machen. Na? Manchmal hakt etwas, und dann ist das nicht so gut. So. Konkretes Bild, will man schnell was zeigen, dann braucht man etwas länger. Gut, auch hier im US-Dollar, japanischen Yen hat also quasi auch diese Kurslücke aufgemacht. Also diese Kurslücke, die zieht sich durch die ganze Bandbreite durch, und wahrscheinlich am stärksten ist es vielleicht US-Dollar, Kanada-Dollar oder, aber das betrifft uns ja jetzt nicht hier so. Es soll nur maßgeblich sein, dass ihr wisst, dass also quasi der US-Dollar an
Wert verloren hat oder ein bisschen schwächer wurde auf breiter Front gegen die einzelnen anderen G7-Währungen, um das mal so zu sagen. Gut, was kann man jetzt technisch dazu sagen zu Euro, US-Dollar? Also ich meine, wenn ich jetzt technisch das ausdrücke, dann ist es ein eindeutig entstandener Long-Trend. Also man sieht ja nicht eine rote Kerze hier dazwischen drin in der Aufwärtsbewegung. Und von dem her könnte man schon meinen, das dauert noch ein bisschen an und man wartet wahrscheinlich auf eine nächste kommende Umfrage. Ja, das ist halt immer die Frage, wann kommt die nächste Umfrage, wie wird diese ausfallen und so weiter. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, dass unsere Flexibilität wird diese Woche, wenn man im kurzfristigen Bereich arbeiten möchte, wird sehr, sehr gefordert werden. Und die Volatilität ist sehr, sehr hoch. Es ist sogar überhaupt die Frage, ob man in so einer Woche am Markt sein sollte oder ob man einfach sagt, okay, jetzt mache ich den Fernseher an, den Reuters-Ticker, der läuft sowieso, und dann lege ich die Füße hoch und dann fühle ich mich auch wohl. Oder wesentlich wohler sogar. Und, aber das machen wir natürlich nicht. Wir sind immer am Markt. Ich gehe davon aus, dass wir die 1,09 heute testen werden, dass wir drüber gehen, weil ja, der Trend ungebrochen ist. Ich würde das aber nicht für sehr, sehr lange unterschreiben. Und wie gesagt, wenn die nächste Umfrage rauskommt, dann gibt es vielleicht wieder die Gegenrichtung. Und das wäre dann nicht überraschend, sondern einfach nur so, dass halt wieder die andere Seite gehandelt wird. Gut. Ja, also in dem Sinne sind wir erstmal durch. Als kleinen Überblick für heute, morgen und für eigentlich die restliche Woche. Es wird eine historische Woche werden. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, es ist nicht sicher und da denken gar nicht so viele dran, jeder, oder einige gehen davon aus, wenn sie am Mittwochmorgen aufwachen, also ich werde wahrscheinlich eh schon wach sein, dann haben wir ein Ergebnis, was Amerika angeht. Also ich gehe nicht davon aus. Weil die Wahlen sind immer so knapp in letzter Zeit ausgefallen, dass es hinterher ein politisches Wirrwarr gegeben hat und dass die Konfusion hinterher noch größer war wie vorher. Und dass dann dieses ganze juristische Nachspiel angeht, aber die Juristen müssen ja in Amerika auch leben. Also von dem her, die werden gut beschäftigt sein, nehme ich jetzt mal an, zumindest die maßgeblichen. Gut, in dem Sinne, habt einen guten Start in die Woche hinein. Nehmt vielleicht ein bisschen früher die Gewinne mit und take the money and run ist wahrscheinlich das Motto dieser Woche und man hält wahrscheinlich Positionen nicht allzu lange. Ja, wenn ihr wollt, dann liked mich. Wenn ihr wollt, dann schaltet morgen wieder ein und in dem Sinne verbleibe ich euer Daniel Fehring.